Mehr als 2000 Zuschauer sahen in Rot spielende Kickers-Akteure, die gegen gut eingestellte Iller Tissner gleich mehrere Ecken erzielten. Diese brachten allerdings nichts ein. Auf der anderen Seite kam Adrian Morena bei einer Flanke an den langen Pfosten einen Schritt zu spät. Die Rothosen probierten es dann in Person von Marco Haller aus der Distanz. Die 14. Minute, Freistoß von Marc Hämmerle, Robert Wolnikowski flog vorbei und Adrian Morena traf zum 0:1. Der Kickers-Keeper verletzte sich dabei schwer, wurde durch Mario Mildner ersetzt. Es geht ihm leider nicht so gut, eine Gehirnerschütterung. Ich habe auch die Wunde gesehen, ist sehr tief, eine sehr klaffende Platzwunde gehabt. Und ich hoffe natürlich, und wir als Mannschaft, oder dass er schnell wieder gesund wird und wieder bald bei uns sein kann. Mitte des ersten Abschnitts setzte sich der Torschütze links durch, konnte nur regelwidrig gestoppt werden. Der fällige Freistoß verpuffte. Wenig später stand Mario Mildner etwas weit vor dem Gehäuse, reagierte beim Schuss von Lukas Kling, allerdings prächtig. Erst vergaben die Würzburger eine gute Ausgleichsmöglichkeit. Im Gegenzug verpasste beim Konter Christian Essig das durchaus mögliche 0:2. Kurz vor der Pause ging Steven Leverenz im Gästestrafraum zu Boden, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Beim Stand von 0:1 für den FV Iller Tissen wurden die Seiten gewechselt. Zu Beginn kam Adam Jabiri für Lukas Billig, ein Wechsel mit positiven Folgen. Die Kickers jetzt hochkonzentriert, hatten Möglichkeiten im 2-Minuten-Takt. In der 62. Minute sorgte Steven Leverenz mit toller Vorarbeit für Adam Jabiri, dass dieser überlegt zum Ausgleich einschoss. Ab der 70. Minute drängten die Rothosen vehement auf das Führungstor. Erst verzog Christopher Bieber. Steven Leverenz war brandgefährlich von der Torauslinie. Und selbiger schoss einen Freistoß in den 16er, von wo er per Kopf Richtung Kreuzeck befördert wurde. Die Kickers vergaben danach weitere gute Möglichkeiten. Ehe Adam Jabiri in der 88. Minute den 2:1 Schlusspunkt setzte. Wir haben erstmal heute gegen einen sehr, sehr, sehr starken Gegner gespielt. Die waren die letzten zwei Jahre, glaube ich, immer die beste Amateurmannschaft. Und die haben es uns sehr schwer gemacht. Der Schiedsrichter hat es uns auch nicht so leicht gemacht. Von daher, ne, war das für uns nicht einfach. Aber was die Mannschaft dann wieder an Siegeswille freigesetzt hat, das war einfach klasse. Und wir wollten mit aller Gewalt das Spiel gewinnen. Und ich bin heute unheimlich stolz, dass wir das Spiel noch gebogen haben und 2:1 für uns entschieden haben. Den Würzburger Kickers ist der Einzug in die erste Pokalrunde nun nicht mehr zu nehmen. Zudem sind sie bayerischer Amateurmeister.